Und weiter geht's. Medipacks zu nutzen. Ja. Nehm ich. Und den Timer nicht vergessen. Zack. Scheiße auf den Timer. Doch, der ist wichtig. Ich weiß nicht, kennst du das Gefühl nicht, wenn du einfach spielst und dann irgendwann dich fragst, wo ist die Zeit geblieben? Nö. Nicht? Diese Nachricht ist für die Bewohner von Apartment 16. Ihre Miete ist überfällig. Dies ist ihre letzte Benachrichtigung. Sollten sie nicht binnen 3 Tagen bezahlen, wird das Apartment geräumt. Na, du Mio. Tja. Was will ich dafür zahlen? Nichts. Das Assi-Loch. Okay. Wahrscheinlich. Ich sagte, ich helfe Ihnen. Also, wo ist Ellie? Wie lange ist sie schon verschwunden? Halten Sie die Klappe und kommen Sie her. Ich erkläre es Ihnen später. Durch eine Ansage, halt deinen Maul und komm. Der ist voll unfreundlich. Was soll denn Scheiße? Die Typen hier sind immer unfreundlich. Ich bin mir vor, du bist in einer Welt voller Aliens. Na und? Bist du da höflich? Schon? Scheiß auf Höflichkeit. Wer zum Teufel sind Sie denn? Guck. First Class, letztes Bataillon. Norton. Captain Robert Norton. Und das ist Sergeant John Carter. Jeden Ansatz von Höflichkeit verloren. Hm. Ja, ich geseh, komm her. Ja. Da ist unser Wagen, los jetzt! So, wenigstens die Lichteffekte sind gut gemacht. Ich meine, es kann ich ein bisschen über die Grafik philosophieren. Moment, ich warte, bis die hier steht. Oh, der hat es geschafft. Ja. Ich glaube, der hat ja auch keine Zukunft zu lernen mehr. Ja. Also zum Thema Grafik nur. Also die Grafik sieht eigentlich genauso aus wie in Dead Space 2. Wie in jedem Dead Space Teil. Ja gut, also ich finde zwischen 1 und 2 war schon ein Unterschied da. Das ist schon, aber es ist nicht weltbewegend. Nö, nee, aber zwischen 2 und 3 ist der Unterschied so marginal, dass man ihn eigentlich gar nicht findet. So, die Grafik ist annehmbar. Ja, klar. Soll man es auch noch erwähnen, ne? Du spielst hier auf Neues Spiel Plus. Ja. Und deswegen nicht wundern, wenn sie irgendwas anderes kommen sollte. Norden, das sind Unitologen. Warum wollen sie uns töten? Ich habe gedacht, da ist ein bisschen was anderes drin, im Gegensatz zu den anderen Let's Plays. Ja. Mieses Arsch. Wobei eigentlich hätte man es dann Klassik machen sollen, ne? Glaube ich. Schon mal angespielt, Klassik? Ja. Und? Dann ist es auf schwer. Warum ist es ein bisschen schwer, ne? Was ein bisschen komisch ist, weil es soll ja klassisch sein, aber... Und nicht schwer, ne? Ja. Macht euch ja keinen Sinn. Okay. Na. Die Konvergenz? Ja, Ellie meint, sie können sie aufhalten. Sie ist verschwunden und Sie sind ihr hierher gefolgt? Ja, gehen Sie jetzt zum Dach des Fletcher-Korb-Gebäudes. Dort wartet ein Rettungsteam. Was gibt's Neues? Nichts. Ja, man kann sich alles verbessern. Jeder Waffe, Gimmick, einfach alles. So, jetzt haben wir Stelle, Pläne erstellen. Multi-Waffen-Arsenal. You did it? Ja. Ein drittes Mal wäre es cool gewesen. Ja, so ein Scheiß wäre. Da, Fahrzeug gespeichert. Echt nervig irgendwie, oder? Aber besser wie dauernd Speicherpunkte zum Suchen. Ja, aber das war doch einfach das gewisse Survival-Feeling. Ja, sowieso bei 2 mit auf unmöglich, wenn du bloß 3 mal speichern kannst, ist das scheiße. Hier, wenn du da auf Hardcore spielst, dann kannst du ja nur speichern, wenn du das Spiel verlässt. Also, so wie ich gelesen habe, ist, wenn du unmöglich spielst und du stirbst, fängst du wieder an deinem Speicherpunkt an. Nee, also was ich nicht glaube, wenn du Hardmode, wenn du da abkackst, dann ist es komplett vorbei. Dann darfst du wieder ganz von vorne anfangen. Mist! Ich bin auf den Freeway gekommen. So war's bei 2. Ja, nee, ich weiß nicht, hier bin 3. Das sind unbemannte Transporte. Keine Ahnung. Also München, was ich lesen und ausprobiert habe, ist das auch noch nicht. Ach, ich habe aber noch meine Straße. Also das finde ich dann schon krass. Wobei ist dann eigentlich, ja. Ich verlangsame den Verkehr und gehe rüber. Darf ich halt keinen Fehler erlauben.
kleiner Verkehrsunfall. Kleiner? Ups. Ich glaube, das Hups. Ich schreibe es ziemlich gut. Ich war nix. Ich will. Was ich will von mir 100 im Turm brauchen, ewig bis sie öffnen. Ja. Und dann auch hier noch der Bildschirm. Gerade eben. So wie deins. Norton, das ist nicht nur eine Menschheit, sondern eine systematische Metzelei. Ich nehme das auch aufgefallen. Aber warum die Regierung stürzt? Mann, die Wahnsinnigen sterben ja in jedem Spiel von daher. Experimentiert, der hält das für Ketzerei. Sie können sich denken, was die von ihnen halten. Der Psyche überlebt nie. Ja. Außer der Isaac. Der hat auch ein bisschen was an der Waffe. Ja gut, er will aber nicht, dass alle hier, was weiß ich, komische Monster werden. Erst schießen, dann fragen. Wer hier lebt noch? Bringt ihn her. Isaac Clark, der Mann, nach dem ich gesucht habe. Verschwenden Sie nicht Ihre Energie, Sie werden ohnehin gleich tot sein. Heb ihn hoch. Ich möchte Ihnen was zeigen. Da. Sehen Sie das? Das ist ein Marker-Testlabor. Es gibt sie überall, in allen größeren Kolonien und Außenposten. Was wollen Sie von mir? Als Teil des Marker-Testprogramms haben Sie geholfen, sie zu machen. Und heute, Isaac, werden Sie Zeuge sein, wenn ich Sie freisetze. Nein, nein! Sie bringen alle um! Der Tod ist nur der Anfang, Isaac. Die Natur muss ihren Lauf nehmen und ich lasse nicht zu, dass Sie oder jemand anderes das aufhält. Augen geradeaus, Isaac. Passen Sie gut auf. Und jetzt werden Sie Teil des Wiedergeburtszyklus. Oder auch nicht. Ja. Landung. Ja. Stimmt vielleicht ein bisschen. Ein bisschen. Sicher, die fliegen. Ja. Das gewisse Aroma. Schön würzig. Ein bisschen spicy. Wir haben schon wieder die Aussage. In jedem scheiß größeren Kolonie gibt es so einen scheiß Marker. Hat er gemeint. Nicht mit der. Nicht mit der Commander. Oh. Kann man eigentlich noch Getränke aus den Automaten rausholen? Habe ich noch nicht probiert. Sieht man gleich. Nein, kann man nicht. Das ist nicht sauber. Stabile Automaten. Mhm. Für den Atomkrieg. Wahrscheinlich. Matschi. Kann ich ein bisschen Püree machen. Ich hab festgestellt, jedes Mal, wenn ich ihn aufzug reinlaufe,
drehe ich mich einmal komplett im Aufzug rum. Okay. Das ist wahrscheinlich die innere Panik, falls was drin ist. Die Washington Station ist nicht weit weg. Ich kann mit einem der Züge dort rausfahren. Guter Plan. Wir sehen uns dann auf den Schienen. Bisher fehlt noch hier ein bisschen so das eingeengte Gruselige, finde ich. Ich werde erst anfangen. Ich weiß. Aber gerade da muss es auch so sein. Ich will nur nicht die ersten 15 Minuten spielen und dann das Spiel weglegen, weil ich eben und dann denke, da am besten hier Disco-Kugeln. Das tanzt ein bisschen. Oh, das Psycho-Männchen hier. Jo. Die Backe. Musik im Hintergrund. Das macht nicht irgendwie Angst. Das ist für Action. Ja. Der war richtig gut. Der war so gut. Der war voll getroffen. Und zwar die Wand. Wann kaputt gehen, dann wäre es jetzt kaputt. Hm, genau. Verdammt! Keine Züge. Okay. Ich hab's zur Station geschafft. Was ist mit Dennis, Männer? Ich habe sie in der Panik verloren. Unser Ausbruch könnte uns etwas zeigen. Ich will auch schon zurück zum Sachenhöhen herschieben. Sieht aus, als wäre der Zug mit einem neuen Kriegwagen. Du kannst ganze Züge kannst du da verschieben. Die sind wieder zusammensetzen. Ganz schnell. Lennox Shuttle sind nicht weit weg. Wir versuchen sie abzulenken. Beeilen Sie sich! Schon okay, Mann. Zu all unverständlich. Bin ich super, Mann. Er hat gesagt, du sollst dich beeilen. Schneller. Ich mach Husa. Mach ein bisschen hin. Ich mach viel zu langsam. Alle Waggons sind ausgerichtet. Abfahrtsequenz wird eingeleitet. Bitte in den hinteren Zugteil einsteigen. Ich, okay. Mhm. Wenn er kommt. Okay, Norton. Der Zug ist wieder flott und kann durch das Südtor fahren. Er entgeht Ihnen nicht. Was anderes bewegt sich nicht. Verstanden. Ich schließe auf, sobald Sie die Stadt verlassen haben. Halten Sie sich dort wohl bereit, es wird brenzlig. Toll. Norton, Sie haben mir immer noch nicht gesagt, was mit Ellie ist. Lebt sie noch? Station gesehen. Die waren unten auf der Spur und wollte zu geheimen Koordinaten. Da warte Kontakt ab. Direkt. Wenn du sie am Leben und Fuchsbeutel schilderst, ist sie noch nicht gefunden. Supi. Was war das? Ja, hier kommt die Kavallerie. Ich weiß nicht, was du gerade denkst. Aber ich denke, ich bin hier auf diesem Vorhaus. Ein bisschen. Oder? Schöne, nervenaufreibende Action-Musik. Ein Zug. Oh, was ist das? Ne? Ja, du sollst runter, du. Mach ein paar Trainingsübungen. Ja, ist zwischendurch. Ja, wenn er ins Kreuz geschossen hat. Ja. Was ist denn los? Jetzt oder nie, Alter.
Dann müssen wir noch einen üblichen Verbretter endlos am Ende und dann spielen wir gleich nicht. Zurück, schneller, Mann! Merk mich. Schnell bist du. Oh, war es ein Warpsprung? So ungefähr. Das ist wer der eine aus dem Korb, ne? Ja, Kapitel 2. Mhm. Und glaub noch ewig Zeit. Naja. Was liegt hier so rum? Kann man die Hälfte? Wiedergabe aufgezeichneter Nachricht. Hey, ich bin gerade auf Patrouille. Fass dich kurz, ja? Er hat heute Geburtstag. Oh, Scheiße! Ist das Dad? Danke für das Geschenk, Dad. Wann kommst du heim? Bald schon. Okay. Hab dich lieb, Dad. Wer will Soldat spielen? Du schenkst mir nicht. Ich will Soldat spielen. Du bist sein Vorbild. Dann treib ihm diese Flausen besser aus, verstanden? Ich muss jetzt los. Liebe dich. Hm, von dem kleinen Kacker hier. Wahrscheinlich, ja. Beziehungsweise, ja. Hm. Ist das ein Leuchtpunkt? Ja, ist das ein Leuchtpunkt. Eindeutig zu viele Lichter. Hier ist es auch komplett, ich weiß nicht, steril aus. Kein Blut, keine Leichen. Der ihrer Meinung nach das Geheimnis wird, wie man diese Marker-Epidemie stoppen kann. Aber wir verloren den Kontakt. Unsere oberste Priorität ist jetzt, Agent Langford und ihr Team zu finden und zu sichern. Dann gehen wir mal um die Ecke. Ja. Fünfzehn Sekunden bis zum Ziel. Standby bis zum D-Shop. Okay, Leute, wir fliegen blind rein. Bleiben Sie strikt auf Ausgangsvektor. Rosen, der Countdown. Austrittsbarke gesichert. D-Shop in 5, 4, 3, 2, 1... Das ist der reinste Schrottplatz. Wohl eher ein Friedhof. Irgendeine Spur von Ellies Schiff? Ich empfange diverse Transponder. Keiner davon ist von uns. Laut Registrierung sind das Kriegsschiffe der souveränen Kolonien. Ernsthaft? Die müssen über 200 Jahre alt sein. Moment, da kommt noch mehr. Es ist ein SOS und es kommt von dem Schiff direkt voraus. Der CMS Roanoke. Könnte Ellie sein. Hoffen wir es. Okay, Rosen, bis 500 Kilometer. Aye, Sir. Diese Lichter, sind das Bark? Moment. Nein. Mina! Rosen, bringen Sie uns hier raus! Kollisionsladung! Am Heißvektor bereiten! Geht nicht! Verdammt, helfen Sie mir! Hier!
Verkleidung und stopfen Sie die Tür damit. Seit wann geben Sie hier Befehle? Seitdem niemand anders hier einen Plan hat. Ich erkläre es unterwegs. Cobb, wo finde ich einen EBA-Anzug? Cobb, da runter! Super, kurzste weg. Gravitation offline. Lass mal ein bisschen. Ja. Vor allem auch im Marslauf, ne? Ja. Ganz sicherlich. Muss ein bisschen nervig zu sein. Ja, was ist das? Und dann einfach noch auf den Helm greifen. Sowieso. Okay, ich kann den Raum sehen. Rosen, Locke, halten Sie sich fest. Sobald ich die Halterungen gelöst habe, werden wir von der Eudora weggesprengt. Alle suchen sich was zum Festhalten. Muss jetzt mal ausklinken. Ja. Den Klinke. Macht Spaß. Ja. Ich kann's nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Ich kann Sie fast erreichen. Wow, Mine. Ich glaube, du bist tot. Ja, nur ein bisschen. Kann ich schießen? Ich kann's nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Ja. Ich kann Sie fast erreichen. Wow, Minen. Minen. Ich komme! Halten Sie durch! Ich komme, flieg hinterher. Das ist nervig. Ja. Hey, Vorsicht, Vorsicht! Ich kann nicht drumherum steuern! Dann brechen Sie eben durch! Oh nein! Oh nein! Oh. Immer ein bisschen zu heftig. Und kotzen. Geht dein Sauerstoff zu Ende? Ja. Ich sehe zwar nichts, aber... Das ist meine Aussicht, ja. Ja, bisschen bleibt noch ein bisschen da und dann geht das Sauerstoff ans Eingelernen und bist tot. Was sieht's denn? Steht alles auf dem Kopf. Tja. Offenbar ist hier kompletter Stromausfall. Die Frachtluken können wir so nicht aktivieren. Ich glaube, da ist ein manueller Hebel an der anderen Tür. Sehen Sie? Ja. Mal sehen, ob ich reinkomme. Tja. Aber nur weil du alle. Ne? Weil ich der Chef bin. Immer übel. Okay, hier ist Luft und Staub. Irgendeine Spur von Ellie? Nein. Sieht aus, als wäre ich seit langem der erste. Die Maske, ne? Ja. Ich versuche, die Frachtluken zu öffnen.
Pumpentaugenlaser. Krass. Da fand ich die in Teil 1 wesentlich schicker irgendwie. In 2 auch. Ja, in 2 waren sie anders schick. Ja. Ein bisschen lieben. Hm. Ich hab gerade gedacht, er möchte heute die Tür nicht mehr aufmachen. Ein bisschen dunkel, gell? Minimal. Da kann ich rein. Hm, um die Ecke. Mhm. Siehst du, was denn Dead Space Ding? Was? Man ist alleine, es ist dunkel. Ja. Aber jetzt ist noch ohne Monster und ohne gruselige Soundkulisse. Das Atmen fällt immer schwerer. Wie lange noch? Wir arbeiten so schnell wir können. Mark ist schon ganz blass. Ich kann die Blutung nicht stoppen. Alter Isaac, kommen Sie zur Tür. Ich kann Sie von dieser Seite aus reinlassen. So, kommen Sie jetzt rein und helfen Sie mir. Mhm. Isaac, Ellies SOS kommt von weiter drin im Schiff, aber ich kann Rosen und Locke nicht allein lassen. Senden Sie mir die Koordinaten, ich sehe nach. Bitte sehr, und entfernen Sie sich nicht zu weit, das ist ein Befehl. Na, wenn man dann, ja, ich weiß, ich bringe immer hier die Vergleiche mit 1, aber das war 1, hatte ich schon nicht nie direkten Kontakt mit den Menschen, zumindest am Anfang. Oder halt während des Spiels. Du hast halt aufs Glas gesehen. Eben, richtig. Ist nicht auch der Teil aus der Demo? Mhm. Mhm. Gerade gedacht, kommt mir bekannt vor. Zu dick. Aber es öffnet sich vielleicht, wenn ich es hochfahre. Okay, hier ist über. Da liegt sie. Die Batterie. Mhm. Eine Waffe ist das. Und da ist auch eine Bank im gleichen System. Eine Bank? Mit all den Teilen, die hier rumliegen, kann ich eine bessere Waffe als die machen. Gute Idee. Habe ich schon, brauche ich nicht. Ja. Wer it will, hat Kate. Hat schon Kate, wenn dann. Ich quietsche ein bisschen. So ein uralt Schiff. Ein bisschen. Oder? Ein bisschen rostig. Ja, und fand das so aufmacht. Was quietscht so bescheuert? Ja. Hm. Die ersten Freunde. Ja. Ja, das ist schon alt. Sie sind so eine Weile. Die sehen auch noch alt aus. Ja, der mich verarscht, dieser. Leute, wir stecken in der Scheiße. Was? Was denn? Was ist los? Bin gerade von den Resten der Crew begrüßt worden. Was? Niemand hätte so lange da draußen überleben können. Haben sie auch nicht. Sie wurden verwandelt in diese Viecher. Und was machen wir jetzt? Halten Sie Ihre Waffe im Anschlag und bleiben Sie bloß von den Lüftungsschächten weg. Rücken die Ihnen auf die Pelle. Schießen Sie auf die Extremität. Verstanden? Haben Sie das verstanden? Das Glied. Okay. Nur ist nicht schon weggefallen ist. Was für ein Glied? Nur wenn das Glied schon weggefallen ist. Kommst du nah? Ja, geht noch. Mal ein bisschen kuscheln. Ich will nicht kuscheln. Schüttel dich doch nicht so an. Kuscheln ist uncool. So wirst du nie Freundschaft mit denen schließen, wenn du so abwesend bist. Will ich ja nicht. Kann ich nicht leiden. Nicht? Nein.
bin ja so das Einzelkind. Oh, der Timer. Komm einfach, oder? Naja, da kommt ein... Scheiße. Ein Arschgesicht, glaub. Ja. Ich glaube, der Timer hört erst auf, wenn ich drauf drücke. Warte mal kurz, bis zum... Safe. Hinter mir ist nix. Da ist auch nix. Dann gehen wir mal rein. Ich vergesse da unten das Scheiß. Telekinese. Es wird auch noch aggressiv, nur die Tür nicht aufgeht. Was an der Übergangsröhre? Es kommen immer mehr! Sir, uns geht langsam die Munition aus! Errichten Sie eine Barrikade! Halten Sie sie noch etwas auf! Jo, dann machen wir mal kurz Schluss, ne? Ja, wird Isaac sie retten können? Wenn wir sehen. Dazu in der nächsten Folge. Toller Cliffhanger, oder? Nee, bleib mich tot.